Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Crew. Mit mir, euer Martin und dem. Jetzt hat gerade der Adler hier so ein krasses Geräusch gemacht. Passend, ein böses Omen. Und dem General Knotencode. Moin. Den Namen wirst du nicht mehr los. Den wirst du nicht mehr los. Aber erstmal vorneweg habe ich noch was Kleines. Und zwar Geburtstagsglückwünsche an die kleine Mia, mein jüngster Zuschauer. Na, vielen Dank fürs Gucken. Genieß deinen Tag. Lass dich reich beschenken und hab Spaß. So. Da schlürft der gute Roland auch schon wieder was. Das gibt's doch gar nicht. Ah, nüchtern Autofahren, das geht immer nicht. Ja. kurz dazu, ihr seht es bestimmt, hier hat sich wieder einiges getan. Ich bin mittlerweile auch schon Level 50, habe die Story natürlich nicht angefasst. Wir haben aber ganz viel Offscreen gespielt. Und ja, haben auch schon fast alle Autos auf Platin. Also wir haben da eine ganze Weile, wie die Kranken, haben wir hier gefarmt. Platin ist eine Sache, die kann man nur erreichen, wenn man Stufe 50 hat, ne? Das meiste, genau, was man sonst fahren kann, ist ja Gold. Und dann gibt es halt noch die Überklasse Platin. So. Ja, das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen. Jetzt haben wir hier die überkrassen Autos. was haben wir noch alles Schönes? Ich kann aber ein bisschen durchgucken. Den AMG C-Coupé. Ich hole den mal raus. Den hast du nämlich auch gerade draußen. Ja, ist ein schönes Auto. Ich muss den auch gerade mal zeigen hier. Also ihr seht auch schon die Werte. Ich glaube, das ist schon nachher bald Maximum, was man kriegen kann. Ich glaube, 1250, 1300 sind, glaube ich, ist das Höchste, was man kriegen kann für die ganzen Autos. Und wir haben schon fast alle Kisten auf dem Wert oben. Also es sollte jetzt lustig werden. Wir können jetzt nicht mehr die Schuld auf die Autos schieben, wenn wir verkacken, die sind schnell genug. Außer jetzt auch. Eh nur Rallye fahren und dann. Außer die Rallye-Wagen, die haben wir noch nicht getunt. Die sind also noch so, wie sie immer schon sind. Aber ist auf jeden Fall ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube, der fährt auch knapp 400. Also es macht schon Spaß jetzt. Ne, den gab es, glaube ich, den haben wir auch gekauft. Den gab es im Paket für 5,99 €, glaube ich. Ja, oder 4 Euro noch was, und da waren dann drei Fahrzeuge drin. Der hier, dann das andere, das blaue Monster, was ich da eben draußen hatte. Und der Alpha, ne? Der Alpha. Genau. Ja, in der letzten Folge zum Ende haben wir festgestellt, dass uns dieser Coburn, der will uns jetzt umbringen. Das heißt, er mag uns nicht mehr, wir sind aufgeflogen. Und dann dreht schon wieder durch hier. Oh, jetzt bin ich dagegen, den habe ich gar nicht gesehen hier. Den alten Kasperkorb. Ne, wir sind hier gerade in der Mojave-Wüste. Aber jetzt lenke ich schon wieder auf dem Thema ab, glaube ich. Wir wollen natürlich hier mit euch die Story weiterverfolgen, denn ich will ja auch sehen, wie das Spiel hier ausgeht. Und wir suchen uns dann gleich mal direkt, jetzt muss ich hier wieder rauszoomen, die nächste Story-Mission. Ja, wo ist die denn? Boah, wir haben auch schon, ihr seht, wir haben schon eine ganze Menge erkundet. Zwar noch lange nicht die ganze Karte, die, ich glaube, die hast du auch noch nicht, ne? Nee, bei weitem noch nicht. Es wird eine Schneemission. Oh nein. Das wird eine Schneemission, aber ich... Warte mal, die Sache habe ich doch hier schon... Also wahrscheinlich Rallye. Ja, ich glaube. Warum kann ich das jetzt nicht direkt fahren? Kann ich jetzt? Jetzt kann ich machen. Spielen. Wieso kann ich jetzt... Ach, Crew Coop. Genau. Alles klar. Na? Gut, geht los. Auf geht er. Auf geht er. Ein großer Auftritt heute, Alex. Pack das und du bist Schiff einen Schritt näher. Oh, nein, mein Fikus. Ah, ich kann Platin-Teil noch gewinnen für den. Echt? Auf geht's, ja. Ach, die hast du noch gut, ne? Gebt alles. Ich hab meinen so gut noch wie gar nicht getunt, glaube ich. Oder doch, habe ich den auch schon? Ich glaube, da sind auch schon Platin-Teile drin. Ich glaube, den habe ich verarbeitet. Ich meine noch. Los geht's. Ach ne, ich hab nur 533, okay. So, es geht wieder drum zu gewinnen, natürlich. Fikus ist wieder an der Front hier. Klar. Oh, aber diesmal ist was anderes auf jeden Fall. So eine Schneemission ist. Ich komme überhaupt nicht mehr klar jetzt hier mit der Kiste. Ziemlich langsam, ne? Ja, erstmal das und wie gesagt, unsere ganzen Autos, die sind ja. Die guten Autos, sage ich jetzt mal, sind auf Platin und das heißt, die lenken sich auch viel, viel geiler. Fuck. Hahaha. Oh. Ich sollte mal nicht die Schnauze so weit aufreißen hier. Richtig. Aber der Schnee ist toll.
Guck mal, da ist unser Tannenbaum. Unser nächster Tannenbaum wird da gerade abgeholt da oben. Den stellen wir uns dann im Vorgarten. Oh, ein Hirsch. Oh, 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 ich hab mich gedreht. Oh, 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 ich auch. Das war's. Das ist kein Hirsch, das ist ein Fuchs. Nein, eben rechts stand ein Hirsch, ein Reh oder so. Aber links waren ein Fuchs und ein Wildschwein und ein Igel und ein Frosch habe ich auch gesehen. So, ich versuche die hinter dir mal ein bisschen wegzudrücken. Oh, ich höre dich schon im Nacken. Ja, ich bin gerade bei. Oh, 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 jetzt habe ich dich erwischt, glaube ich. Nö, nee, nö, nee, alles gut. Ah, Alter, das fährt sich ja echt wie auf Eis hier. Das ist Eis. Ja. Du hast das erfasst. Also ich lose hier wieder komplett ab. Wie immer, kennt man ja nicht anders. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig hier zu fahren. Das ist halt auf Eis, ne? Ich wollte wenigstens den zweiten machen. Aber die kommen so dicht dran hier. Ja, ich bin schon dran. Ich habe den aber nicht weggetackelt gekriegt. Den Kasperkopter. Die können halt irgendwie... Oh, Bisonherde. Klasse. Ich komme auch nicht dicht heran, Alter. Doch, jetzt habe ich den... Den habe ich erwischt. Ui, das ist ja geil. Was ist das? Lawine? Ah ne, oh, was? Doch, hier ist gerade eine Lawine runtergekommen. Ja. Alter, sehr geil. Oh, 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 oh. Man darf auch nur leicht lenken, Alter. Machen wir die After-Ski-Party? Nennt man das so? Abriss-Ski, ne? Oh Gott. Ja, After-Ski. Martin 2015. Hashtag After-Ski-Party. Bitte, mach das, Leute. Oh, scheiße. Was machst du denn? Jetzt ist der Erste, was machst du denn? Ich hab die Straße verfehlt. Oh nein! Ich krieg den nicht eingeholt. Das musst du reißen, Alter. Ja, ich bin weg runtergefahren. Ich dachte, oh nein, wir können das nicht normal machen. Ich krieg den Ersten nicht eingeholt. Was soll ich denn sagen? Der ist viel schnell. Ja, eigentlich dürfte er nicht schnell sein, aber... Ich bin Sechster. Was, Erster? Ja, ich bin weg runtergefahren. Oh. Das ist alles weiß. Ich hab mich vertan. Also ich fahre schon ganz gut, aber ich komme nicht ran. Ich komme echt nicht ran. Doch, jetzt könnte ich ihn kriegen. Komm doch. Alter, der rammt die Zäune weg und ist trotzdem noch schneller als ich. Oh, der laggt. Der laggt total. Komm, fahr, jawohl! Hast du geschafft? Ein Millimeter. Nee, ich bin durchgekommen. Ich fahr... Das war krass. Ich bin komplett vor ihm durchgekommen. Meine Schnauze war als Erstes drin im Ziel. Wir sind nebeneinander ins Ziel gefahren. Dann ist der noch reingeglitscht. Okay, Jungs. Oh, na klasse. Das ist ja mies. Das ist mies. Das wirst du auch im Video sehen. Oh. Ich würde jetzt gerne eine Zeitlupe. Das war wirklich eine Zeitlupe. Also, aber der leckte total rum. Wird er sich noch reingebackt haben. Warum muss ich auf diesen dämlichen Berg runterfahren? Scheiße, das war jetzt mies. Tut mir leid, dass wir das jetzt nochmal fahren. Aber das gehört dazu. Das gehört leider dazu. Genießen wir noch ein bisschen die Schneelandschaft hier. Gar kein Problem. Alles kein Problem. Dieser scheiß Skyline, Alter. Weißt du, der fährt durch... War das Skyline, ja? Ja, ja. Vor allen Dingen fährt der durch den Zaun. Und der wird nicht mal gebremst durch den Zaun. Glitschen die Autos bei dir auch so massiv rum? Nee. Also meine lecken. Hört sich auch geil an. Ja, also mir läuft alles gut eigentlich. Und wie gesagt, das läuft flüssig, aber die glitschen total. Ja. Ja, es läuft ja mal wieder beschissen, das Spiel. Naja. Wie gesagt, die patchen das auch nochmal irgendwann zu Tode. Hundertprozentig gut lief's noch nie, ne? Ja. Die Umfahrt war immer... Das mit den Autos, also die springen immer hin und her bei mir. Ah, wahrscheinlich fliege ich auch wieder raus dann. Das kann natürlich auch passieren. Wow. Passiert ja jetzt auch sehr oft bei dem Spiel, dass man einfach so crasht. Bist du das denn? Ja. Und der Skyline ist... Ach, der Skyline hat sich gerade verabschiedet. Sehr schön. Ich bin gerade im Arsch gefahren. Nee, das war ich nicht. Ach
War das der Skyline? Nee, der Nissan. Da war ein Nissan hinter dir noch. Also nicht der Nissan Skyline, sondern der, ist das ein Nissan, dieser andere? Ach, was weiß ich. Ich hab nur gesehen, dass mir irgendwas im Arsch. Ja, dieser 350Z oder so. Der ist dir reingeballert. So, ich bin auf jeden Fall hinter dir. Das ist gut. So, bei welchem Check sind wir jetzt? 12. Na dann gib Gas. Also ich versuch sie dir noch vom Arsch zu halten dann. Wenn ich die Straße richtig sehe, dann ist sie doch nicht hier, bin ich abgespielt. Da ist ein Zaun. Ja, das ist nicht verdichtet. Bist du echt durch den Zaun durchgebrettert? Der war voll bestimmt nicht da. Hat sie jetzt erst da hingesetzt. Aber alles weiß. Klar, abgetrennter Zaun, das war alles weiß. Durch den Zaun muss ich durchfahren. Ich muss da durchfahren, das ist ein Zaun. Da fährt man durch. Weißt du, wenn du hier jetzt, wenn du hier abgesegelt wärst, würde ich das verstehen. Das ist hier. Aber, na, ist egal. Es ist Ronald. Lass mich in Ruhe. Ein alter, verwirrter Mann. Sonst halte ich hier an und Bock rum. Sonst halte ich hier an. Oh, Fuchs. Fuchs, Fuchsjagd. Fuchs schmeckt gut. In flüssiger Form. Oh nee. Nein, danke. Ach du nicht mehr, ja. Der gute Ronald trinkt nämlich kein Kräuter mehr. Der ist geheilt. Ja, auf Lebzeit. Ja. Aber es war gut. Es hat sich gelohnt. Ja. Sonst war, du warst nämlich Jägermeister-Fan auch, ne? Nee, Wildner Gebirgskräuter. Da warst du Fan? Ja. Ja, den trinke ich immer gerne. Hab ich gar nicht gewusst, dachte du wirst Jägermeister gewesen. Nee. Sieg! So, ich hab den Fuchs noch tot gemacht, aber der läuft weiter dahin, dem geht's gut. Ja, sonst hättest du jetzt auch Probleme mit dem Tierschutz bekommen. So, Platin bestimmt nicht, ne? Silber. Was hab ich? Bronze. Und ich habe Bremsen gewonnen, die mir sogar noch was bringen, Alter. Bronzeteil plus 16. Ich habe an dem Auto noch gar nichts gemacht, Alter. Das ist mies. Das ist richtig mies. So, ich kann ja kein Level mehr aufsteigen hier. Das ist nämlich alles erledigt. Ja. So, gleich nächste Mission hier. Gleich next Mission hier. Oh, du jetzt warte. Du hast es geschafft. Klasse, Alex. Schiff sollte dich bald bemerken. Shit. So, aber erstmal möchte ich... Oh, das ist schön hier, idyllisch, warte. Die Polizeisperre in den Mountain States, das war Coburn. Er verkauft die beschlagnahmte Ware. Ah, Coburn. Wenn wir ihn damit in Verbindung bringen, hat Zoe alles, was sie braucht. Okay. Gute Arbeit. Guck, wie schön das schneit, ist das nicht? Oh. Last Christmas. Ich hab grad Angst gekriegt. Aber da steht ein Bär, wir sind nicht bei Hitzi, Mann. So. So, direkt next Mission. Die ist auch direkt hier oben, wieder im Schnee. Im Schnee. Warte, wie heißt das Ding? Irgendwas mit Flucht. Gut, ne? Flucht ist immer gut. Aber, ja, ich kann nur hier den Wegpunkt setzen, weil ich da noch nicht war. Oh, scheiße. Das heißt, da müssen wir jetzt erstmal hinhacken. Weit? Ja, weit. Naja. Wo ist mein Dings hier? Oh nein, ich muss ein anderes Auto rausholen, weil der schickt mich jetzt hier wieder quer durchs Gelände. Das mache ich nicht nochmal. So. Ist das kein Geländewagen? Was ist das Beste hier? Ich glaube, ich nehme den BMW, weil dann können wir schön driften. Im Gelände? Nee, ich will nicht durchs Gelände fahren. Ich will die Straße nutzen. Aber irgendwie scheint... Wo sind wir hier, Alter? Ist das keine Straße hier, oder was? Achso, er will uns erstmal wieder auf die Straße raufbringen. Wir sind hier irgendwo, weiß ich. Falsche Richtung, sagt er mir. Achso, hier ist die Straße. Aha. Und das ist wieder ein Bär. Oh, hier, oh, geil. Schön driften, Alter. So, was ist hier ein Autoteil in der Nähe? Das wollen wir jetzt aber nicht einsammeln. Was hast du draußen? Mein Ficus. Ich will so ein bisschen driften, aber es... Ey! Wow! Ja, toll! Ja, fahr da durch. Kommen wir da dran vorbei? Ja. Gut. Du musst vorfahren, du weißt nicht, wo lang. Ja, aber rammst du mich auch?
Klasse angeboten. Alex, wir haben ein Problem. Oh, wir haben ein Problem, sagst du. Roxanne hat Ärger. Die Cops folgen ihr. Was? Wie? Warum ist sie nicht Roxanne hat Ärger. Die Cops folgen ihr. Du weißt schon, was das jetzt wird, ne? Sie musste sich in einen Server einklinken und aktivierte wohl den Alarm. Ich schicke dir die Koordinaten. Dafür Roxanne kann man das machen. Roxanne. Oh, hier ist noch eine Sehenswürdigkeit, die nehme ich an. Danke. Oh, ich nehme, zeig dir jetzt nicht. Wenn Roxanne auch was für uns dann machen, machen tut, ja. machen tun würde. Ihr wisst genau, was ich meine. Ich kann nicht driften. Ist auch schwierig hier zu driften. Ich glaube, du hast das falsche Auto dafür. Mit dem Ficus geht das gut hier. Driften, ja? BMW ist doch gerade so, ist doch die Driftkarre, Alter. Ja, ist wahrscheinlich zu glatt, die Straße. Ja, der war ganz gut. Wenn du den Dreh so ein bisschen raus hast, dann geht das eigentlich. Ich überlege gerade, ob ich das andere Monster nochmal raushole. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal ein bisschen den Fuhrpark noch. Den Shelby GT haben wir jetzt als Rennversion. Ist das Ding nicht geil? Ja, aber langsam. Oh, es geht. Aber ist doch wohl, optisch ist das Ding, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also optisch finde ich mit das Geilste, was hier überhaupt. Schön breit. Der ist sehr schon geil. Schön. Auf jeden Fall richtig geil. Achso, hier sind wir schon. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Und zwar haben wir schon 17 Minuten durch. Wollen wir es einfach versuchen? Wir versuchen es jetzt, ne? Ja, auch wenn. Dann überziehen wir mit... Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Achso. Du hast mir eine Co-Mission vorgeschlagen. Okay, gut. Alles richtig gemacht. Alles richtig. Ich hab Angst gehabt gerade. Ich habe echt Angst gehabt. Oh, nein. BMW? Warum ist der BMW draußen? Ich krieg den Mustang. Oder ist der bei dir stärker? Hä? Ja, warum gibt der mir nicht den Benz? Wir haben 7,2 Sekunden, bis Coburns Jungs eintreffen. Ich schlage vor, du bewegst das Ding so schnell wie möglich. Keine Ahnung. Oh, hätte mir nicht den Benz geben können. Nicht die Karre. Ich muss mit dem M5 jetzt fahren, Alter. Ja. Du hast jetzt zugehört? Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Schnell fahren, Zeit rein. Mach die Karre nicht platt, Alex. Mach die Karre nicht platt? Das ist mein Auto, die Schnauze. Alter, mit der Karre kann ich doch nicht fahren. 12 Kilometer. Versuch's. Achso, er hat dir noch die Edition rausgeholt, ja. Ja, der fährt sich so abnormal. Ah, den hast du auch schon auf Platin. Ja, deswegen ja. Gerade deswegen fährt er sich abnormal. Achso, da ist wenig Gripteile dann drin, ne? Ja. Weil das ist ganz wichtig, wenn die Autos sich blöde fahren, dann sind Gripteile richtig wichtig. Richtig wichtig, ja. Guck mal, ich bin schneller und komme gar nicht ran. Mein Auto ist eigentlich besser. Da musst du ja viel mehr Bums haben. Ja, ich weiß, ich fahr beschissen. Ach, wir dürfen das Auto echt nicht beschädigen? Nee? Ja, sieht so aus. Ach, da oben ist der Schadenanzeige, ja. Der grüne Balken. Sitzt sie jetzt bei uns drin, oder? Ja, wahrscheinlich. Oder nee, Quatsch. Ach, dass wir immer nicht zuhören, Alter. Die sitzt drin und kackt sich ein. So, wie lange müssen wir denn? Na gut, 9 Kilometer. Das packen wir. Ja, klar packen wir das. So eine schöne Alpentour hier. Ich finde es schade, dass man bei mehreren Autos derselben Klasse hat, nicht aussuchen kann, mit welchem man fährt. Ja, dann einfach selber festkriegt. Dass man das einfach sagt, jetzt benutzt die Klasse. Ja, und da kannst du dir das Auto dann aussuchen. Genau. Aber ich komme nicht ran. Also ich hänge am Arsch, aber... Jetzt hast du einen schönen Unfall gebaut gerade, ne? Leicht touchiert. Ja, der hat sich voll... für den war das keine leichte Touchierung. Ja, ich habe auch ein Eisenschwein hier. Das ist richtig. Viel, viel schneller bist du. Hier hast du wieder einen touchiert?
Ja, er stand nämlich bei mir quer. Ich nutze ihn mal als Drifthilfe, ne? Cool. So, noch 6 Kilometer. Wie viel Zeit haben wir noch? 3,5 Minuten. Ach, dicke. Ist ja lächerlich. Oder mit was? Mit den Autos, die wir fahren. Ah ja, stimmt. Das ist ja so, glaube ich, gar nicht vorgesehen. Nein. Ich habe mich hier noch mit anderen Autos durchgequält. Vorsicht! Toll, ich bin fast perfekt durchgekommen. Oh Mann! Oh, jetzt habe ich doch ein Auto gerammt. So eine Scheiße schon wieder. Ah, es macht schon Spaß auf dem Schnee, muss ich sagen. Also. Und es sieht auch mal anders aus. Ich habe nur einen halben Energieball. Was? Ich habe jetzt einen ganz kleinen... Ah, jetzt geht's bei mir los. Jetzt ramme ich hier die ganze Zeit Autos halt. Oh. Na gut, wir haben noch 4 Kilometer, Alter. Das könnte knapp werden. Was? Meinst du nicht? So, wir haben schon 21 Minuten. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber das ist jetzt egal. Rennen sind gleich zu Ende. Ja, wir haben das erste Rennen halt verkackt. Oder du hast es verkackt. Du allein bist schuld. Doch, der die ganze Zeit hinterher fährt. Oh, der war böse, ne? Der war richtig böse, ja. Es tut mir leid. Vorsicht! Na, wir werden noch sehen, mein Freund. Gibt wieder auch Rennen, wo ich dich dann überhole. Wir machen auch nochmal so ein schönes PvP oder so. Wir beide. Das muss ich sagen, das ist mehr sehr knapp mit uns. Das ist wirklich sehr knapp. Ja. Ganz, ganz knapp immer. Sobald einer von uns einen Fehler macht, hat der andere automatisch gewonnen. Das ist wirklich. Wir sind eigentlich beide auf gleichem Level. Ich neige zu Fehlern, wenn ich gegen dich fahre. Ja, ich ja genauso, weil ich will dich ja besiegen dann. Hier ist mir das ja egal. Ja. Aber wenn wir im Zweikampf sind, dann ist das schon verbissener. Auch wenn es um nichts geht, aber es geht um die Ehre. Genau so. Oh, du bist ja schon wieder einen halben Kilometer entfernt. Ja, dafür ist mein Auto bald Schrott. Guck mal, ich fahre gut durch. Aber gut, es wird echt knapp, jetzt muss ich sagen. Ich habe noch 500 Meter und über eine Minute Zeit. 500 Meter? Ja, 400 Meter noch. Ach, da bist du schon. Oh. Ich mag dich nicht mehr. Weiß nicht, wie du hier so sauber durchkommst. Wahrscheinlich driftet deiner nicht so stark wie der BMW hier. Ich komme nicht sauber durch. Wie gesagt, ich habe meinen Schaden zu zeigen. Oh, was ist das hier? Ein Schloss? Das ist ja geil. Kenne ich nicht. Cool. So, dann warten wir nochmal kurz ab hier. Den kleinen Film. Mission erfüllt, erster und. Silber, juhu. Ich bin Zweiter. Was bist du? Zweiter. Wieso? Achso, ja, ich bin besser, weil ich das Auto nicht kaputt gemacht habe. Ja. So, das war geil jetzt gerade. Hat dir das nichts genutzt, bist du Zweiter geworden? Ja. Oh Mann. Hier, drück mal weiter, Alter. Warte, du bist hier der olle Crewleiter. Drücke weiter, Crewleiter. Warte. Bitte, jetzt komme ich gleich die nächste Mission hier. Bitte nicht. Danke, das war knapp. Ach so, okay. Was Neues? Ich muss die Dateien im HQ auswerten. Du erfährst als Erster, wenn ich etwas zu Coburn. Yeah. Coburn, Junge. Coburn. Burns, Alter. So, okay, dann machen wir an der Stelle erstmal ein Folgenpäuschen. Ne, mit einer gigantisch schönen, da ist auf an der Seite schon wieder ein Eisfox. Ich bin schon wieder abgelenkt, ne? Oh, guck mal, Eichhörnchen. So. So, dann machen wir an der Stelle ja immer noch das Folgenpäuschen und sehen uns in der nächsten Folge. Das war ja Martin und der Ronald. Bis dann, tschüss. Tschüss.